Ich habe mir von einem Fahrraddieb extra ein Fahrrad klauen lassen, nur um mit ihm Fang zu spielen. Hört sich dumm an? War es auch. Was dabei alles passiert ist, ob ich mir eine fette Schelle vom Dieb gefangen habe und ob ich es im Endeffekt geschafft habe, das Fahrrad wiederzubekommen, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Was hast du eigentlich vor jetzt? Also, ich habe mir Jakobs Fahrrad besorgt. Das ist dieses Rennrad, ein sehr schnelles Fahrrad, was es dem Dieb begünstigen wird, schnell von mir davon zu fahren. Ich werde mit meinem BMX abhauen. Das hat genau einen Gang und ist so groß. Folgendes wird jetzt passieren. Ich werde diese Tasche am Fahrrad befestigen, dort dieses Handy drin platzieren, was mir die genaue Location des Diebes verraten wird, falls ich es nicht schaffe, so ohne Hilfe hinter ihm herzufahren. Also du willst quasi nicht nur ein Fahrrad riskieren, sondern noch ein iPhone dazu. Ich würde es umgehen, wenn es anders gehen würde, aber das ist jetzt nun mal der Fall. Ich riskiere jetzt noch ein iPhone dazu, ja. Okay, du setzt quasi so knackige 1000 Euro aufs Spiel für ein Video, was dir vielleicht 100 Euro einbringt. Ja. Okay, sehr gut. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dieses Jahr 100.000 Abonnenten zu erreichen, lasst mir gerne ein Abo da, denn das ist mein Ziel. Ja! Damit die Person die Tasche nicht aufmachen kann und nicht abmachen kann, habe ich mir noch Kabelbinder besorgt, die alles überall befestigen werden, die die Tasche auch davor hindert, aufgemacht werden zu können. Ah, sehr gut. Also wenn man ganz genau hingucken würde, würde man vielleicht denken, dass da irgendwie was schief läuft, was nicht ganz sauber ist, aber die Zeit hat ein Dieb ja nicht, ne? Ich denke nicht, nee. Ich muss sagen, das ist aber auch ein Leckerbissen für so einen Dieb, glaube ich, das Fahrrad, ne? Ja, ich glaube auch. Es lässt sich auf jeden Fall extrem gut verkaufen, glaube ich. Also jeder Student würde für dieses Fahrrad 150 Euro ausgeben. Oder flutschen. Oder das. Es ist geisteskrank dumm, was ich mache. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es gibt ein paar verschiedene Szenarien, wie es ausgehen kann. Die Person fährt weg, ich rufe ihr hinterher und sie lässt das Fahrrad, schmeißt es in die Ecke und rennt weiter. Dann ist das so und dann lasse ich die Person davonziehen. Ich erwische die Person mit dem Fahrrad, sie gibt mir das Fahrrad zurück und ich kann die Person zu einem Interview überzeugen. Traumszenario. Der ich erwische die Person mit dem Fahrrad und sie schlägt mir mein Fressbrett aus dem Gesicht. Und sticht dir ein Messer in die Milz. Schlechteste Option. Allerletzte und hoffentlich nicht passierende Option. Ich verliere das Fahrrad und das iPhone. Und dieses Video hat kein Happy End. Das wäre so dumm, Alter. Das wäre so scheiße. Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, dass das wirklich alle Optionen sind, die so passieren könnten. Aber es kam doch anders als gedacht. Das ist auch nicht mein Fahrrad, ne? Also das ist wirklich Jakobs Fahrrad und ich habe es genommen. Weiß er was davon? Er weiß was davon, aber er hält nicht viel davon. Okay, es sieht sehr unauffällig aus, muss ich sagen. Also Kabelbinder macht den Braten wahrscheinlich auch nicht fest. Ich denke auch nicht. Ich mache mir eine GoPro hier vorne dran und dann ciao, ciao, ciao. Traum. Ich schließe es nicht ab, damit wir es dem Dieb auch einfach machen, das Fahrrad mitzunehmen. Weil hier ein Schloss zu knacken am helllichten Tage, das wird nicht passieren. Macht keiner. Das würde nur nachts passieren wahrscheinlich und genau. Das bringt uns nichts. Wirklich, die Tasche passt auch so gut zu diesem Fahrrad. Finde ich auch. Digga, es ist wirklich zu krank. Bekommt niemals jemand auf. Glaube ich auch nicht. Okay, Freunde, das Fahrrad ist ready. Wir haben alles gesetupt. Hier steht die Kamera mit dem langen Bild dahin, wo das Fahrrad gleich stehen wird. Jetzt müssen wir nur noch einen geeigneten Platz fürs Fahrrad finden. Und dann heißt es warten, bis jemand kommt und das Fahrrad wirklich mitnimmt. Hier stehen so an den Glascontainer. Oder da, wo halt hier eh so Sachen liegen. Ich meine, guck mal hier, das sieht so trashy aus. Die sehen das Rad so unabgeschlossen und dann tun die so, als wäre es ihrs. Mhm. Nehmen die das so ganz locker, schieben das so los und so. Also ich glaube, wenn du es irgendwie so von hinten an so einen Container lehnst oder so, wäre auch nicht falsch. Wo hattest du jetzt vor, es hinzustellen? Eigentlich da an die Ampel, aber ich glaube, es ist zu öffentlich. Das ist zu krass, weil das, dann steht es ja auch einfach im Weg rum. Und genau. Mehr Pro lehnst du an die Litfaßsäule einfach. Ja. Ja. Digga, wie schwer das ist, sich ein Fahrrad klauen zu lassen. So viel Planung. Was? Hahaha. Ich lasse mir jetzt das Rad klauen und fahre mit dem BMX hinterher. Ja, ey, vielen Dank, dass du mir beim Video Museum-Sachen aufhängen geholfen hast. Auch alles gefaked, ne? Also, das ist irgendwie nicht so wie beim Museum alles fake, ja. Ja, genau, wie immer. Also, kennt man ja nicht anders, ja, genau. Okay. Alter, oh mein Gott. Das Fahrrad das ist platziert. Wirklich geisteskrank, Alter. Ey, mein Herz fängt jetzt schon geisteskrank an zu flattern. Eigentlich musst du dein BMX ready machen, dass du Speed hast, oder? Ja, ja, ja. Ich muss das irgendwie an die Tür stellen oder so. Und da vorne, man sieht es ehrlich nicht. Also, die Kamera ist so gut versteckt. Ja, Digga, das wird wild. Ich guck schon die ganze Zeit, ob es nicht vielleicht weg ist, Alter, aber es ist alles am Start auf jeden Fall. Ey, ich hoffe wirklich nur, dass ich mir keine fange oder keinen Stich oder so. Es muss jemand sein, der keinen so eigentlichen jemand, so jemand wie du quasi, der so denkt, boah, Fahrrad wäre geil und dann steht da so ein geiles unabgeschlossenes Fahrrad. Man überlegt so eine Sekunde zu lange. Vielen Dank übrigens an Sprints, unsere Standardbar, in der wir immer unsere Zeit verbringen. Wenn ihr in Köln seid, kommt gerne vorbei, ist ein Traum. Okay.
Hier steht die lange Kamera, da vorne steht das Fahrrad. Ey, es wird wirklich geisteskrank. Leute, da drüben steht gerade jemand, der sich ganz entspannt umguckt. Wartet mal, eine Sache noch, bevor es weitergeht. Ich kann das hier nur so machen, weil ich von euch supportet werde. Erstmal vielen, vielen Dank für den Support in letzter Zeit. Das ist wirklich verrückt. Über 70% von euch haben den Abo-Button aber noch nicht gedrückt und werden nicht benachrichtigt, wenn ich neue Videos rausbringe. Ich kann das hier nur weitermachen, wenn ich Support von euch bekomme. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt, weil dann kann ich euch wöchentlich weiterhin solchen Content bringen. Viel Spaß mit dem Video, vielen Dank und drückt den Abo-Button. Ich habe GoPro und so alles schon ready hier dran. Oh mein Gott, er geht vorbei. Er geht vorbei. Tschüss, wir dachten alle, dass das geklaut wird. Wir dachten es alle. Gerade steht wieder einer da, der hat so eine Flasche Bier in der Hand, also ist so ein Besowski. Bisher macht er keine Anstalten. Es sind 2 Stunden vergangen, ich sitze hier rum, es passiert nichts. Es ist die reinste Schande. Ich dachte, es wäre instant weg, aber anscheinend, es sind Leute vorbeigegangen, die gesehen haben, dass das Fahrrad nicht angeschlossen ist. Kuss an diese Ehrenmänner, die das nicht mitgenommen haben, aber trotzdem schade für das Video, weil ich muss hier die ganze Zeit rumsitzen und es passiert nichts. Es ist schrecklich. So, wir haben das Gefühl, dass an dem Spot, wo das Fahrrad steht, einfach viel zu wenig Leute vorbeigehen. Wir stellen es jetzt ein paar Meter weiter nach vorne, da wo viel mehr Leute vorbeigehen. Das sieht zwar ein bisschen offensichtlich aus, aber vielleicht schaffen wir es dann endlich, dass jemand das fucking Fahrrad mitnimmt. Es ist so viel Zeit vergangen, dass wir uns einfach Essen bestellt haben. Und es passiert nichts. Jetzt. Der ist am Fahrrad, er schiebt's weg, er schiebt's weg, er schiebt's weg. Ja, ja, er hat das Fahrrad genommen. Oh Gott, jetzt los geht's, los geht's, los geht's. Oh mein Gott. Komm, schaff das. Aber wo tut das hin? Ah, das ist scheiße, das ist halt ein alter Opa, so ein Pfandsammler oder so. Der klaut. Ja, ja, also keine Frage, so, das macht sich besser. Er nimmt's. Ja, er schiebt's weg. Er schiebt's weg. Vielleicht von Dave Quantum, ja. Okay. Er rennt. Okay, let's go. Dave, los, schnapp ihn dir. Da vorne, Leute, seht ihr? Da vorne läuft er. Er nimmt das Fahrrad mit. Aber was ist seine Mission? Warum macht er das? Oh mein Gott, ich glaube, er will es anschließen. Ja, der will das anschließen, glaube ich. Er steht noch da. So, ich roll jetzt einfach mal vorbei, um zu gucken, was er macht. Genau da vorne ist er. Will er es klauen oder? Ja, er will es klauen. Oh mein Gott. Er schließt das ab, um es später wiederzuholen. Dann schauen wir doch mal. Chill erstmal noch ein bisschen. Hallöchen. Könnten Sie mein Fahrrad wieder abschließen? Ist das Ihres? Ja, ja, das war meins. Wie können Sie das nur? Das ist vorne platt und hinten fast platt. Ich dachte, da hat einer weggeschmissen. Sieht das aus wie ein Ding, das einer nicht mehr haben möchte? Ja, ja. Das sieht aus wie ein Ding, das einer nicht mehr haben möchte? Für mich sehen Dinge, die Leute nicht mehr haben wollen, ein bisschen anders aus, aber okay. Danke sehr. Oh Mann. Der hat mir probiert, die Story zu verkaufen, dass er es anschließen wollte, weil das vorne und hinten platt war und er dachte, wow, das hat, schmeißt doch niemand weg. Auf der anderen Seite hat er krank nach Alkohol gestunken, was halt schon darauf schließen lässt, dass es jemand wäre, der das Geld vom Fahrrad brauchen könnte. Ich will überhaupt keine Abstufung zwischen Dieben oder so machen, aber mir wäre es jetzt unangenehm gewesen, diesen Rentner geistkrank anzubrüllen oder ihm das so geistkrank vorzuhalten. Ich weiß, eigentlich wäre es richtig gewesen, aber ich habe es einfach so low-key gehalten und dann war es auch okay. Nichtsdestotrotz wollte der mein fucking Fahrrad klauen und hat es ganz smart gemacht. Hat es weggeschoben auf die andere Straßenseite und hätte es dann wahrscheinlich abends einfach wiedergeholt. Hätte der es wirklich nur davor schützen wollen, dass es geklaut worden wäre, hätte er es einfach da direkt angeschlossen, weil 2 Meter entfernt war ja ein Fahrradständer. Also der wollte es definitiv klauen. Also er hat wirklich einfach probiert, mir irgendeine dumme Story zu erzählen, aber was soll's. Ich habe immer noch nicht das erreicht, was ich will. Ich will eine kranke Verfolgungsjagd und das gerade war eher ein Hinterhergeschleiche. Ja, du bist denn so anders entspannt, so hinterhergescootet. Ja, ja. Ich glaube, der hat sich was überlegt, der wollte das Ding anschließen, sein Fahrrad nach Hause bringen, ja, ja. Wiederkommen, das mitnehmen. Das ja, ja, ich denke auch. Fuck! Mittlerweile ist schon so geistkrank dunkel geworden. Ihr seht das auf der Kamera natürlich nicht, weil ich immer wieder heller mache. Aber wir warten jetzt 3,5 Stunden oder so hier. Mittlerweile wird es wirklich langweilig. Hoffen wir mal, dass die Dunkelheit dazu beiträgt, dass mehr Leute sich trauen würden, so ein Fahrrad mitzunehmen. Ich hatte mit dem Video eigentlich schon komplett abgeschlossen. Wir saßen mittlerweile 5 Stunden da, doch dann ging es plötzlich ganz schnell. Achso, wir filmen es auch nicht. Ach, okay. Nee, wir machen es einfach so. Warte. Mit der Gäste und der Arsch. Bruder, es geht los. Nein, jeder macht was anderes. Oh ja. Los. Ja, läuft die Kamera? Ja, dann läuft. Ist übelst dunkel. Kannst du ihn so schnell rausrennen? Ja. Oh, er fährt. Leute, es wurde geklaut. Da vorne fährt er. Er fährt. Junge, beeil dich, Dave. Okay, Freunde, es geht los. Digga, wo ist der? Scheiße, Mann, ich hab den direkt verloren.
Dave hat von beiden Handys einen Standort geschickt und wie es aussieht, hat er das in den Aachener, also zum Aachener Weiher gefahren, in so einen Park hier bei uns. Oh mein Gott, er fährt durch den Aachener Weiher. Hey Bro, gib mir mein Rad wieder. Ja. Bro, was soll das? Ich dachte, der ist offen, Digga. Gib mir mein Handy. Ich schwöre dir. Bro. Kein Ding, Mann. Nee. Alles der. Als ob. Mit beiden Bikes. Digga, zu krank, Alter. Ey, Bro, das war vor allen Dingen übelst der Gefährliche, oder? Ja, und ich kam an und er war nicht alleine. Nein. Da standen noch zwei andere und ich war no joke zum Überlegen, sage ich jetzt irgendwas oder scheiße ich einfach drauf, weil ich dachte, no joke, ich komme dahin, der gibt mir einen Schlag und ich bin weg. Ich hab's gefilmt mit meinem Handy. Sein Fahrrad, Licht an, steht noch direkt daneben dran. Der hat das 2 Meter weiter abgestellt. Bro. Ich hab so gesagt, ey Bro, gib mir sofort mein Fahrrad wieder. Dann sagt er so, ah, ist das deins? Ja, hier, Tasche schon offen, Handy in der Hand und Flugmodus drin. Oh mein Gott. Digga, der hat das 200 Mal in seinem Leben gemacht. Aber der stand halt mit so einem Glatzkopf und noch so einem anderen Typen in so komplett Tracksuit, wo ich so dachte, ey, so die klauen nicht nur Fahrräder. Ich bin komplett in die falsche Richtung gefahren. Der ist hier vorne beim Aachener Weiher sofort links abgebogen. Hast du es wegen dem Tracker nur gefunden? Nur wegen dem Tracker. Oh mein Gott. Ich wäre komplett in die falsche Richtung gefahren. Oh mein Gott. Das Ding hat halt kein Licht. Ja, ja. Digga, komplett gestört. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, dass jemand kommt, drauf springt, wegfährt. Und ich sehe den Typen, der fährt mit dem Fahrrad dahin, stellt seins ab, springt drauf und gibt Gas. Ey, Freunde, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dieses Jahr noch 100.000 Abonnenten zu knacken und mich dabei unterstützen wollt, dass ich weiter jede Woche für euch so Content machen kann, dann lasst mir ein Abo da, lasst dem Video ein Gefällt mir da, schreibt irgendwas in die Kommentare. Digga, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank an Max und alle, die mir dabei geholfen haben. Prince, Cologne, wenn ihr hier seid, kommt hier vorbei und trinkt irgendwas. Geistkrank. Digga, wirklich, ich bin komplett geschwitzt und ich habe Puls von 200. Ey, man merkt es so. So Digga. Geil. Nice, Bro. Yes!